Hallo meine Lieben, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge Amnesia Rebirth. In der letzten Folge sind wir ja aus dem Gebäude raus und vor dem, ich nenne es einfach mal Alien, für mich sieht es nicht aus wie ein Ghoul, für mich sieht das Ding aus wie ein Alien. Das Ding könnte aus Alien stammen, ich sag's euch, aber es ist nur meine Meinung dazu. Und ja, jetzt sind wir draußen und müssen gucken, wie wir jetzt in das Dorf kommen, soweit ich das richtig verstanden habe. Problem ist nur, der Eingang ist versperrt und wir brauchen Munition, um rauszukommen. Wie wir die bekommen? Keine Ahnung. Ich vermute mal, hinten ist noch ein Eingang, vielleicht kriegen wir da ja Munition raus. Oder wir können das Ding jetzt erst benutzen, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, wir werden noch die Munition finden müssen. Tja. Okay. Was sind da drin? Könnte Munition sein? Hm, glaub nicht, aber. Für den Fall pack ich es mal dahin. Da können wir auch noch nie ran. So, gucken wir mal. Hier hat man ja eigentlich schon geguckt, aber ich... Achso, ma, nein. Da rein. Ach Gott, ja, so. Hat er nicht die Schlüssel rausgekriegt? Ich weiß gar nicht mehr. Okay. Gelockt. Entlockt. Warte mal, vielleicht. Ich frage mich, ob da noch ein Schuss drin ist, aber ich glaube nicht, ja. Nee. Ach so, na, das kriegen wir nicht auf. Die wäre also eh nichts gewesen. Hm. Na schön. Tja, mal gucken wir mal. Munition. Wobei, ich wollte ja gucken, ob man hier was wird, aber ich glaube nicht, dass man damit die interagieren kann. Ja, macht das Ding aus. Hm. Hm. Das Geräusch gut ist auf jeden Fall ein bisschen anders als beim ersten Mal, wo wir draußen waren. Aber wahrscheinlich, weil wir schon mal getriggert haben mit dem Alien. Hm. Ich warte drauf, irgendwann, wenn ich mal reingucke. Irgendwann. Steht irgendwas hinter uns. Ach, das wäre so diese typische Horrorstelle. Und kaum spiele ich das Spiel, steht meine Katze, sitzt meine Katze auf einem Thron und zieht die Ohren dermaßen an. Ich weiß nicht, warum er das macht. Das ist letztes Mal schon aufgefallen, dass meine Katze extrem komisch aussieht, wenn ich dieses Spiel spiele, wo er nicht direkt herguckt. Hm. Hoppala. Naja, merkwürdig ist es schon. Aber gut, dann gehen wir mal. Ja, kann ich nochmal rausgehen? Vielleicht da hinten irgendwo ist irgendwie. Ich glaube, rausgeht nicht mehr, ne? Nein,
Wir sind gefangen. Das Einzige ist, ich habe jetzt Schiss, dass das die Munition da ist, wo ich glaube, dass sie sein können. Und zwar in dem Gebäude. Und das hoffe ich ja nicht. Aber da gab es noch ein, zwei Stellen, wo wir noch nicht waren. Oder hin konnten. Und das wäre natürlich jetzt ärgerlich, wenn die Munition irgendwo da liegen würde. Und wir jetzt hier umsonst rumgeistern draußen. Das hier war ja auch an sich nicht mehr. Die können wir ja auch nicht nehmen. Ah. Oh. Wir haben wir das mal gesehen. Oh. Oh, das Ding schwer, krieg nicht mehr hoch. Tja. Also wenn ich jetzt nicht langsam Munition finde, dann werde ich wohl oder übel wieder in die scheiß Buchte rein müssen. Und da will ich ehrlich gesagt gar nicht rein. Ich bin eigentlich froh, dass wir jetzt raus sind. Da nochmal rein und kriege ich noch einen Nervenzusammenbruch irgendwann. Ich weiß, es kommt nicht so gruselig rüber, wenn man selber guckt. Wenn ich mir so nachher selber angucke, die Folge, die ich aufgenommen habe, dann finde ich es auch nicht so gruselig. Aber irgendwie in dem Moment, wo man es selber aufnimmt und mit Kopfhörern spielt, ist es irgendwie, ob es glaubt oder nicht, ein bisschen anders. Ich frage mich, ob das blöde 40er drin ist. Oder ob ich das jetzt mal ruhen lässt, wenn ich drin rumwurschtel. Weil ich finde jetzt keine Möglichkeit, hier an diese Munition zu kommen. Außer in irgendeiner Räume, wo wir was übersehen hätten. Ist ja auch nichts. Außer schwebende Munition. Ja, mit rumlösen. Nein, ich risse den Kompass nicht absichtlich aus. Ich komme immer auf diese blöde Taste, weil ich immer die falsche Taste zum Ducken nehme. Wenn ich ducken will, drücke ich die Kompass-Taste. Na, ja, das ist so ein Ding. Und da ja Cyberpunk erstmal nicht funktioniert, da Cyberpunk ja wieder verschoben wurde, wie gesagt, ich habe das Spiel schon, nun kann ich es ja natürlich nicht spielen, weil es verschoben wurde, hatte ich überlegt, was das nächste Projekt sein könnte, was wir hier aufnehmen. Nach Amnesia. Weil Grounded werde ich wahrscheinlich eher so für mich spielen. Das glaube ich, habe ich auch keine Lust nochmal anzufangen. Extra muss ich ehrlich zugeben. Aber ich hätte überlegt, ich habe Seven Days to Die nochmal geholt auf dem Computer. Bei Steam. Ich hatte es ja für die PlayStation 4. Und da ist die Version leider so derbe scheiße. Nach meinem Kenntnisstand das letzte Mal. Und so. Ja. Das ist wie eine Alpha und die und das Computer wäre quasi als Vergleich jetzt nur eine Vollversion. So ungefähr kommt mir das der Unterschied vor zwischen den beiden Versionen. Oh komm, wenn du dich ganz schlank machst, dann könnten wir hier durchkommen. Aber macht sie nicht. Much too heavy. Ja, und da habe ich überlegt, ob ich das nochmal. Ich habe mega Bock auf das Spiel, weil das in sich ein sehr geiles Survival-Spiel ist. Und da es so weit entwickelt ist, so Computer schon, hätte ich da echt Bock, das nochmal aufzunehmen. Ich weiß noch nicht, ob sich das, ob euch das überhaupt interessiert, das Spiel, auch wenn es schon was älter ist, aber es macht mega Laune. Das andere wäre Little Hope, was ich auch spielen werde die nächste Zeit. Ich komme auf die Haupttitel wieder nicht, das ist, ach ich komme mal nicht auf das Spiel, die Macher von Until Dawn. Das neue Spiel heißt Little Hope, bei denen. Das ist auch so ein Horror-Adventure, so wo man selber halt entscheidet, je nachdem wie man entscheidet, wer stirbt und wer nicht stirbt am Ende, wer überlebt. Was haben wir denn hier alles schön nötig? Was ist denn das? Ach, Lampenöl groß, Lampenöl mittel. Streicher sind mal voll, sehr schön. Ich werde das scheiß Vieh ist noch hier. Das ist noch keine Lust drauf. So. Nee. Komme ich in dieser Bude drin, kriege ich wieder das beklemmende Gefühl. So ein ganz eklig beklemmendes Gefühl. Das Gefühl, wenn man wieder raus möchte.
Hier knallt aber auch jedes Mal, ne? Irgendwas passiert hier jedes Mal. Aber schlimm, wir müssen über die andere Ecke durch rein. Über die Quartiere hier. Oh, Quartiermeister. So, wie wir rausgekommen sind. Denn ich habe keine Ahnung, wie wir sonst an diese blöde Munition kommen. Obwohl ich hier ungern nochmal lang renne. Aber was willst du machen? Ich hasse das, wenn ich sowas suchen muss, irgendwas, und dann Räume rein muss, wo ich eigentlich froh, dass ich raus bin. Da waren wir auf jeden Fall auch schon. Draußen bei euch hier in echt, also das ist furchtbar. Draußen klärt die Tür irgendwie. Das trägt gut zur Atmosphäre bei. Ich glaube, ich weiß, wo die Mission sein könnte. Oh je. Wie ist noch hier? Ach komm, nö. Meine Vermutung ist mir, dass die blöde Munition hier irgendwo liegt. Ist aber auch nicht. Leute, wo ist diese blöde Patrone? Den ganzen Weg zurücklaufen. Aber ich hatte die Befürchtung, dass die wird irgendwo da sein. Ah, wo ich nicht hin will. Salpeter. Und davon liegt dann mit einem Streich was drüber rum. Das ist auch sehr schlau. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ich hätte nicht Probleme, wir suchen alles, aber ich weiß nicht, ob der blöde Vieh wieder kommt, da habe ich keinen Bock drauf.
Ach, nicht doof. Ich glaube, ich weiß jetzt, was wir falsch gemacht haben. Ich sehe jetzt immer eins in diesem Spiel, wenn man Sachen findet wie Schlüssel, muss man die immer separat benutzen. Ah. Natürlich. Das habe ich schon wieder völlig verdrängt. Hier liegt ja auch die ganze Munition, das ist nicht ohne Grund hier und hier kommt man nicht rein. Ja. Warum nicht? Weil ich vergessen habe. Ich muss die Schlüssel ja hier immer hervorheben. Ich vergesse das ständig, das ist bestimmt ein paar Mal jetzt im Spiel passiert. Ja, guck an. Oh, ich darf nicht gleich aufgekommen bin. Da hätte ich gestern stundenlang suchen können und mich da. Oh. Die Frage ist jetzt nur, was ist Schlimmes in diesem Arsenal drin? Ne? Ich hoffe nichts. Ich hoffe, nichts. Ah, toll, noch nicht nach unten. Sieht ja schon mal sehr vertrauenswürdig aus. Okay, ein bisschen Bezug. Mann. Mit Rohstoffen. I don't remember this place. It smells dead. Na ganz toll, der Tod riecht. Ist ja noch ein Laden da als ohnehin schon hier. Spinne. Lange Gänge sind nie toll. Ah, eine Munitionspresse, natürlich. Ich hab da fast gedacht, wo ich jetzt Peter gesehen hab. Und natürlich kommen wir in den Raum nur von der anderen Seite. Und wenn wir da drüben sind, werden wir hier auf der Seite oversehen. Ich kann mir jetzt schon denken. Was haben wir denn hier alle? Okay. Bei niedrigem Lagerbestand. Bla 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 bla. Bescheid geben. Okay. Okay. Wir Bus haben wir gemacht. Peter haben wir schon. Ah, schön, haben wir alles. Haben wir wirklich? Oh! I'm pretty sure I need more than that to make gunpowder. Ah, war ja klar. Bei mangelnden Schwefel Arzneiwaren nach Schwefelsalbe durchsuchen zum Extrahieren kochen. Nicht ideal, macht Schwarzpulver unberechenbar, aber besser als nichts. Bei Bedenken, Korpel, Kadir fragen. Okay. Dann machen wir das mal so, wenn wir es finden. Ich habe den Salpeter zum Gerben bestellt, nicht für ihr Pulver. Ich habe ihn nach oben zu meinen Vorräten verfrachtet und dort wird er auch bleiben. Achso, den wir oben gesehen haben. Oh je. Was schlimm ist hier? Ist da eine Stolperfalle? Das ist eine Stolperfalle. Guck mal da. Du kannst die natürlich nicht umgehen. Natürlich nicht. Du hast sie schon gesehen. Was macht denn die? Ach, die feiert einen Bogen ab. Ein Pfeil. Du kannst die auch nicht. Ach, die ist schon. Shit! Schön aufs Kind konzentrieren und beruhigte sich wieder, glaube ich.
ist ja auffällige Falle. Mother of God, what happened here? Oh, ich befürchte, da ist der Schwarzbruder drin, ne? Da. Ist das eine Lampe oder was soll das sein? Hm. Blöde Theorie, aber ich muss ihn jetzt ja. Ernsthaft? Geht wirklich? Krach. So, jetzt haben wir Holzkohle. Was machen wir jetzt? Habe ich schon gesagt, dass ich in den Raum hinten nicht rein möchte. Aber ich weiß genau, ich werde da rein müssen. Reicht. Irgendwie. Also ein Blei fehlt noch, ne? That's the saltpeter and the charcoal. Ach, da steht doch, was man braucht. Sulfur, saltpeter, charcoal. Ein Bechersalpeter haben wir noch reingemacht. Schwefelpulver. Ach, Schwefel fehlt uns, glaube ich, noch. Ja, und das werden wir natürlich nur in dieser fucking Kammer da hinten kriegen. Wo auch sonst, ne? Ernsthaft? Müssen wir denn da rumlatschen? Warum kann man hier raus? Warum muss ich mich denn hier einfach stecken wie ein Monster? Maybe this isn't such a great idea. Ach Quatsch, eine super Idee. Ich weiß noch nicht warum, das wirkt irgendwie so, als wenn wir hier in einer... Müssten wir nachher einen anderen Ausgang suchen. Um hier rauszukommen, naja. Da. Brauche ich noch ein Brett oder irgendwas zum rüberlegen. Ach, oder wir kommen da drin. Und da wird natürlich der drin sein. Das auch nicht. Oh, ne, ist doch schön. Warte mal, die wir zumachen hier. Mal gucken. Okay, wir brauchen ein Brett oder irgendwas? Vermute ich jetzt mal. Ich finde mal hier noch irgendwas schönes.
verstehe Nebengeräusche nicht. Ich fange Streichhölzer. Ach Gott, fast alle. Ich denke, jemals sind drei Stück immer drin. Es waren gerade drei angezeigt, aber du hast zwei bekommen. Das ist ja so typisch. Die geizen hier da richtig rum, hier da. Freunde, Gegenstände sind ohne Erlaubnis, aber ja, ja. Okay. Ups. Gut, wir müssen da rein. Ich denke mal, so viel ist klar. Achso. Oh, das ist eine Handgranate. Careful. Careful, this is rigged. Some sort of trap. Kann ich jetzt will? Okay. Wir wissen also, wir müssen über das Fenster. Kann ich da rüber springen? Aber so weit. Oh, kann ich so weit springen? Wartet mal. Nee. Ich kann so weit nicht springen. Also halb schr. Ah! Oh! Das hat funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut. Soll mir recht sein. Was stehst du denn dort, ne? Und da haben wir jetzt hier, der alles könnte, der Hausapotheke, Opium. Heute wirst du den Scheiß nicht mehr so einfach hinkriegen. Das Zeug kriegst du, ja, kann Atem beschweren davon, ist logisch, tun Opiate in der Regel. Tja, damals hat man das auch noch leicht reingekriegt. Was nur? Ach so. Wie kann ich mir so Danimo füllen hier, oder? Ah, ein Sextant. Jetzt ist schwer. Ach nee, ist so schwer. So, ich habe ein Melodanium. Ich habe versagt. Ach nee, an alle, die uns die nach uns kommen. Ich habe versagt. Wir haben versucht, aus Trotz zu sterben, aber diese Teufel lassen nicht einmal das zu. Das Schreien nimmt kein Ende. Ich kann es nicht ausblenden, ich kann es nicht ertragen. Sie behandeln meine Männer wie ein grausames Kind einen Welpen behandelt. Sie weiden sich an ihrem Leid und sie beobachten mich dabei unentwegt. Alderic schreit ständig meinen Namen. Gardinier hat aufgehört zu atmen. Er ist der Glückliche von uns. Naja. Selbstmord ist eine Sünde, aber der Herr hat uns verlassen und ich werde diesen Dämonen keine Genugtuung geben. Also setze ich hier ein Zeichen und wähle einen Tod zu meinen eigenen Bedingungen. Ich bitte euch, erzählt meiner Aurelie nicht von diesem Schicksal. Erzählt ihr, dass wir einen glorreichen, edlen Zweck gestorben sind und dass ich ein Vater war, auf den sie stolz sein kann. Sie hat nichts getan, um diesen Schmerz zu verdienen. Sin Deo Hauptmann Augustin Lefebvre. Ach Gott, diese französischen Wörter. Sprache war noch nie mein Ding, aber gut. Verstehe ich. Gut, das Gute ist, wir haben alles, was wir brauchen. Das Schlechte ist, ich bezweifle, dass wir so einfach jetzt zurückkommen, wie wir das wollen. No, 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 no.
Aber diese hier können gar nicht raus. Die hätten gar nicht rausgekommen aus dem Teil. Den kann ich gar nicht mehr um die Ecke wie eben noch. Das geht gar nicht. Aber anscheinend war das so geplant. Was? Ich bin runtergefallen, aber irgendwie... Kommt der denn her? Und wo haben wir ein Loch? Ist schon cool, dass wir hier mehrere Ausgänge jetzt haben auf einmal. Ach, ich ahne das Schlimmste, ich sag's euch. Oh je, ich ahne ganz Schlimmes. Na gut, gucken wir mal. Okay, die Tür lässt sich gar nicht mehr bewegen. Muss ich dazu stehen? Nö. Okay. So, ist ein Medikament, das kann ich ja gar nicht nutzen. Ach, ich dachte, ich soll das jetzt da reinkippen. Hä? Es fehlt doch noch irgendwas. Warte mal. Ach, nö, ich weiß was. Da stand da irgendwas von Schwefelsalpeter abkochen da, bla bla bla. Ach, ja, ja. Ich glaube, wir müssen das abkochen irgendwie. Ah. Ich weiß nicht, warum die Tür jetzt backt. Finde ich nicht gut. Oh, sehr schön. Sehr schön. Da ist ein Evas Allee gewesen. So, und das müssen wir da reinkippen, oder was? So, aber jetzt, komm. So far, I still have all my fingers. Head up and try it out, I guess. Wir leben noch. Es kam kein Vieh da unten. Es ist fast ein bisschen gruselig, dass da nicht kam. Ich bin jetzt fest von außen und da kommt irgendwas. Who's that little one? Kitty Cat. Aber das ist halt Amnesia, ne? Du hast immer diese Gefahr, du weißt nie, wann was kommt. Du hast immer diese furchtbare Stimmung. Jederzeit könnte was passieren. Du weißt nur nie, wann es kommt. Wenn es kommt, dann erwischt dich dann auch richtig. Weil du immer diese Bedrohung hast, diese furchtbare Stimmung hier in diesem Spiel. So, na dann wollen wir mal. Denn du?
lade ich die denn jetzt hier? Ich glaube, den Mechanismus bedienen. Ah. Da noch die alte drin. Ready. I almost wish I had that creature in front of me now. Das wünsche ich mir nicht. What could go wrong? Oh je. Oh oh. Nein. Ach komm. Doch, jetzt will ich endlich raus aus diesem Drecksloch und jetzt geht es wieder weiter. Aha. Ist doch so kotzen. Alice? Little one? Fuck, that hurts. Ah. Oh. God, little one. But they're not broken now. What the hell? Are you all right? I don't know how to tell. Shit! Will ich wissen, was dahinter ist? Können wir uns irgendwie drehen? Das ist noch ein Ausgang. Hier vorne ist auch noch... Naja. Das geht nicht zu benutzen. Hm. Ach so. Hm. Ich kann die Züge machen, nicht auf. Oh je. Ach. I need to get out of here. Fünf Etagen tief gefallen. Ei, ei, ei. Oh Leute, hier sieht es noch einladender aus als in der alten Ecke da. Oh, ich habe echt gedacht, ich komme jetzt hier raus. Ich habe es echt geglaubt. Sag mal. So, wir haben schon mal Licht. Was ist das jetzt hier? Oh ne, da blickt nicht durch. Oh, das wird gerade die Tür zu sein, ne? Oder? Streich aber 8. Hm. Natürlich, natürlich. Was sonst, nicht wahr? Ist dein Ernst? Oh Mann. Hm. Hm.
ist ja hier noch gruseliger, als ich erwartet habe. What? Oh. That was you. I can feel you. I felt you move. Hello. Ah, dachte ich mir fast schon. Okay. Da jetzt nicht weiter, den Weg freiräumen und dann kommen wir da raus. Da frage ich mich doch, warum hat man sich hier eingesperrt? Wir werden es bestimmt erfahren. Ich befürchte es. Wenn wir weiter vordringen wollen, müssen wir ein Gerüst bauen. Wir werden Holz und ein langes Seil brauchen. Ich glaube, tief unten sind die Mauern durchbrochen. Der Wasserpegel stand früher viel höher. Und wir können Licht durch das Wasser schimmern sehen. Gut. Was haben wir denn da? Noch ein wenig Öl. Sonst noch irgendwas hier? Streichis? Nee. So, meine Lieben. Aber an der Stelle machen wir erstmal aus. Bevor wir gucken, was durch diese Tür da... Schmulen vielleicht ein bisschen? Ah, schmulen ist nicht. An der Stelle machen wir mal aus. Ich habe mich keine Uhren gemacht. Und, ja... Es klingelt bald an meiner Tür, deswegen an der Stelle erstmal einen Cut und in der nächsten Folge sehen wir, was es hinter dieser Tür erwartet. Ich habe echt gedacht, wir sind jetzt raus nach dem Panzerding. Oh, ich hätte nicht mitgerechnet, dass das jetzt 5 Etagen abwärts geht und wir noch tiefer im Schlamassel sitzen als vorher. Aber gut, so ist es manchmal, ne? Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gerne dürft ihr mir einen Kommentar, Like oder auch ein Abo dalassen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Macht's gut, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.